Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt der 66-Jährige über seinen Twitter-Account mit. Bisher habe er nur milde Symptome und bleibe in Isolation, bis er wieder gesund sei. Ich habe das Glück, dass ich geimpft und geboostert bin und Zugang zu Testmöglichkeiten und einer hervorragenden medizinischen Versorgung habe, schreibt der Microsoft-Gründer weiter. Seine Gates-Stiftung treffe sich erstmals in 2 Jahren. Daran wolle er wenigstens virtuell teilnehmen. Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen und alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass niemand von uns mehr mit einer Pandemie konfrontiert wird, heißt es. Die Bill und Melinda Gates Foundation wurde von Bill und seiner Ex-Frau Melinda im Jahr 2000 gegründet. Die Stiftung hat schon fast 2 Milliarden Euro zur Bekämpfung und Vorbeugung der Pandemie, besonders in ärmeren Ländern, gespendet. Davor wurden auch schon Milliardensummen in die Forschung und Entwicklung für Impfstoffe gegen andere Krankheiten gesteckt.